Wissen Sie, weil wenn der erste Schritt getan ist, ist alles gerettet. Also die Motivation ist ja das Wichtige im Leben. Wissen Sie, was ich meine? Man muss sich motivieren. Ich bin oft so unmotiviert, das ist mein Problem. Ich bin wirklich sehr, sehr unmotiviert. Ich liege oft den ganzen Tag auf der Couch und oft noch denke ich mir, ist mir das schon zu viel. Wissen Sie, was ich meine? Das ist, denke ich mir oft noch, muss das sein, den ganzen Tag, ja, dieser Freizeitwahn. Ja, wirklich, ich liege oft so am Rücken auf der Couch, will mir auf die linke Seite drehen, denke mir, für was? Das ist, ja, ich sehe nicht ein, für was ich mich da jetzt umdrehen soll. Das ist, und darum habe ich ein Motivationsseminar gemacht. Da bin ich mir eingeschrieben, bin 3 Monate nicht hingegangen. Und die haben dann, also ich habe da gelernt, dass der Körper den Geist beeinflussen kann. Das ist ganz toll. Also wenn man es mental nicht erblasst, kann man sich körperlich, also man braucht, die Motivationsübung geht so, dass man so, das haben irgendwelche indischen Buddhisten erfunden, und machst so und dann, ja. So, der buddhistische Leitsatz ist, gemma, kalt ist es nicht. Ja, das ist... Und dadurch, also oft muss ich Geschirr abwaschen und gehe in die Küche, sehe den Berg von Geschirr und denke mir, Alter, bricht zusammen. Dann mache ich eine halbe Stunde so. Da bin ich so müde, dass ich mich hinlegen muss. Es ist wurscht jetzt. Aber es ist eine ganz gute Technik. Es ist so ein mentales Training. Das ist so. So, pass auf. Es tut mir so leid.